WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 9. Dezember 1994. Der Todestag des Schweizer Designers Max Bill. Wir fügen jeden Tag unserer Umwelt etwas Neues zu. Wir müssen darauf aufpassen, was das ist. Wir wollen nicht blind Umweltschutz betreiben, sondern wir wollen die Umwelt dadurch schützen, dass das, was wir zufügen, besser ist als das, was wir wegnehmen. Es gab Leute, die sagten, er war der letzte Leonardo des 20. Jahrhunderts. Und das macht es auch so schwierig, ihn einzuordnen, weil er eben so eine große Palette hatte. Und für ihn war alles gleich wichtig. Ich selbst habe die verschiedensten Dinge gemacht. Ich habe mich mit Grafik beschäftigt, ich habe Werbung gemacht, ich habe Bücher geschrieben, ich habe teilweise Modelle gemacht, Möbelmodelle, einige Industriemodelle und so weiter. Und dann hat er noch gemalt, gebaut und war Bildhauer. Max Bill. Was war das für ein Mann, der da am 9. Dezember 1994 auf dem Berliner Flughafen Tegel starb, weil er sein Ticket verloren hatte und vor Aufregung einen Herzinfarkt bekam? War er Designer, Architekt, Politiker, Aktivist, Künstler, alles zugleich? Fragen wir ihn selbst. Auf der Personalkarte muss man irgendwie einen Namen angeben, was man ist. Als Beruf bin ich Architekt. Dann fragen sie, haben Sie noch Nebenbeschäftigung? Dann sage ich, ich male und ich mache Plastik. Bill war einer, der gestalten wollte, unbedingt, und der ganz klare Vorstellungen hatte davon, was diese Gestaltung zu leisten habe und wie sie zu wirken habe und wie sie auszusehen habe. Und Gestaltung ganz allgemein, das gilt für Gebäude, das gilt für Dinge wie ein Stuhl oder ein Türgriff oder eine Uhr. Das gilt auch für ein Plakat, das gilt für ein Firmenzeichen, das gilt für ein Buch und eine Broschüre, das gilt für eine Ausstellung. Das gilt aber auch für das Miteinander. Das heißt, der war ja politisch aktiv. Der war Mitglied im Schweizer Nationalrat. Also, er war allseitig ein Macher. Dr. René Spitz, Designhistoriker und Bildspezialist. Bevor Max Bill allseits ein Macher wurde, war er ein Kind, eines, das den Eltern über den Kopf wuchs und deshalb in ein Erziehungsheim kam. Den Wunsch, Maler zu werden, bog der Vater um, in eine Silberschmiedlehre an der Zürcher Kunstgewerbeschule. Angela Thomas, Kunsthistorikerin und Witwe von Max Bill. Eine der Lehrerinnen war ja Sophie Teuber. Sie war nachher in der Jury für eine Ausstellung in Paris, eine Exposition internationale d'art décoratif. Und in dieser Funktion als Jurymitglied hat sie auch Objekte von Max Bill ausgewählt, also kunstgewerblich gestaltete, die dann in Paris ausgestellt wurden, als er 17 Jahre alt war, ungefähr 1925. Paris, die Kunstmetropole Europas, besucht Max Bill von nun an regelmäßig. Er wurde sofort eingeführt in die wichtigen Kreise. Arp brachte ihn zu Mondrian ins Atelier. Mondrian tanzte gerne, ging mit Bill in die Boîte de Nuit, in die Nachtclubs, in die Jazzclubs. Bill war sehr gut in Paris angekommen und aufgenommen. Die damals progressivsten Künstler Europas lernte er kennen. Piet Mondrian, Georges Fantongalo, Hans Arp, Sonja und Robert Delaunay. Von der Zürcher Kunstgewerbeschule allerdings war er inzwischen geflogen, weil er im Faschingskostüm zum Unterricht erschienen war. Sein Talent aber war nicht aufzuhalten. Angela Thomas. Er hatte bei einem Wettbewerb für Plakate für die Süßschokolade, wo die Beiträge anonym eingegeben wurden, hat er den ersten Preis gewonnen. Und mit dieser Summe konnte er sich schon die Hälfte des Studiums am Bauhaus in Dessau leisten, wo er hinging, weil ein Schweizer Architekt, Hannes Meyer, der neue Direktor geworden war nach Gropius. Und er wäre eben gerne in die Architekturabteilung dort gegangen, wurde aber dort nicht aufgenommen, weil er eben keine entsprechende Vorbildung hatte. Also war nicht Bauzeichner oder sowas von der Berufserfahrung her.
Das Bauhaus war in den 20er Jahren die herausragende Kunstschule Europas. Handwerke und Künste wurden gemeinsam unterrichtet, neue Wege zur Gestaltung des Alltags gesucht. Nach einem Unfall aber musste Max Bill das Bauhaus ohne Abschluss verlassen, weil die Arztrechnungen sein Studiengeld verzehrten. Er ging zurück in die Schweiz und begann mit der Arbeit. Als Architekt und Grafiker, Maler und Designer, ohne irgendetwas davon formal gelernt zu haben. Und er engagierte sich politisch als erklärter Antifaschist, der politische Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland bei sich versteckte. Bill ist an mehreren Stationen, die die Entwicklung der Designgeschichte des 20. Jahrhunderts markieren, präsent. Er ist noch als junger Mann, noch nicht mal 20 Jahre, an der Ausstellung beteiligt, aus der später der Begriff Art Deco hervorgeht. Er kommt später zum Bauhaus, wird da Schüler. Er ist Mitinitiator, Mitantreiber, Mitgründer und dann Gründungsrektor und auch Architekt der Hochschule für Gestaltung Ulm. Und die HFG Ulm ist weltweit für das Design wichtiger als das Bauhaus. Das heißt, er hat an mehreren ganz neuralgischen Punkten die Entwicklung der Designgeschichte beeinflusst. Und er hat zwischen den Ideen seiner prominenten Lehrer nach eigenen Gestaltungsgrundsätzen gesucht, die tragfähig sein könnten für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bill war Jazzfan, er war aber auch ein großer Bewunderer von Johann Sebastian Bach und dessen Fugen. Am Bauhaus in Dessau herrschte schon ein Klima für Bach, weil Klee und Feininger, alle haben sich für die Fugen von Bach interessiert. Nachdem er einen eigenen Weg finden wollte, nachdem er eben die Erfahrungen vom Bauhaus hatte mit diesen fabelhaften Meistern, Kandinsky, Klee, Albers, Moholy Notch, versuchte er, seinen eigenen Weg zu finden und wandte sich dann den Gesetzmäßigkeiten der Musik zu. Angela Thomas wohnt bis heute im Haus Bill in der Nähe von Zürich, umgeben von Kunstwerken, die Max Bills Auseinandersetzung mit Musik und Mathematik zeigen. Seine Farbfeldmalerei dreht sich um Proportionen und Harmonien. Seine Plastik beschäftigt sich mit Möbiusbändern und mathematischen Funktionen. Und das weiträumige und zugleich bescheidene Haus liefert einen Prototyp der menschlichen Behausung. Sachlich und angemessen. Er hatte einen ganz klaren Standpunkt, den er vehement vertreten hat, und er wollte Einfluss nehmen auf alle Bereiche, die ihm wichtig waren, die ihn betroffen haben und wo er sich nicht damit zufrieden gegeben hat, wie die Welt gerade aussieht, wie sie ist. Er wollte das alles gestalten, ob das der Löffel ist, ob das das Buch ist, ob das das Haus oder die Stadt ist. Nehmen wir den Stuhl. Es gibt natürlich sehr verschiedenen Gebrauch von Stühlen. Es gibt außerdem ganz verschiedene Methoden, Stühle zu machen, technisch. Man kann also neue Methoden anwenden, um Stühle zu machen. Die Frage ist nachher die, wenn ich einen Stuhl aus Kunststoff mache, es gibt ein italienisches Modell, das voll aus Kunststoff, ist sehr intelligent gemacht. Aber wenn man sich überlegt, dass dieser Weg unter Umständen vom ökologischen Gesichtspunkt aus absolut unsinnig ist, im Verhältnis zu einem Holzstuhl. Das sind natürlich Überlegungen, bei denen man immer wieder wach sein muss. Man muss sagen, was wird da mit diesem Kunststoff gemacht? Und wie entsteht er? Wie viel Energieaufwand steckt dahinter? Ist die Energie eigentlich wirklich, und diese Grundstoffe, sind die wirklich unendlich vorhanden? Oder macht man nicht besser einen Stuhl mit vier Beinen? Dieses Berufsbild des Designers war etwas Neues. Dieses Neue ist für uns heute selbstverständlich. Die Haltung des Designers, zu der auch eine allseitige Verantwortung des Gestalters gehört, nämlich eben auch Verantwortung für die Arbeitsprozesse, für die Qualität des Hervorbringens, des Tuns und auch für die Folgen dessen, was man tut. Also für die ökonomischen und für die ökologischen Folgen. Diese integrative Haltung des Gestalters machte Max Bill auch zur Grundlage der Lehre an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, deren Gründungsrektor und Architekt er zu Beginn der 50er Jahre war. Es ging darum, eine neue Welt zu gestalten, eine neue Gesellschaft zu formen, auch mit besseren Produkten, mit besserer Kommunikation. Nicht mehr mit Propaganda, nicht mehr mit Verherrlichung, sondern mit Emanzipation, mit Gleichberechtigung, mit Demokratie. Und
da hat man gemacht. Man hat die Ärmel hochgekrempelt und dafür war Max Bill großartig. Der hat dafür gesorgt, dass zum Preis eines Einfamilienhauses eine Hochschule gebaut wurde. Mit Lehrgebäuden, mit Seminargebäuden, mit Schlafgebäuden im Sinne eines amerikanischen Campus. Und dieser Ort hat eine unglaubliche architektonische Qualität. Also wenn man dort ist, dann spürt man augenblicklich, wie gut sich dieser Ort für einen offenen, freien Gedankenaustausch eignet. Unter Bills Rektorat wird die Hochschule für Gestaltung zu einem Zentrum modernen Designs. Wichtige eigene Entwürfe fallen in diese Zeit, etwa der Ulmer Hocker, den er mit seinem Kollegen Hans Gügelow und Mitarbeitern der Werkstätten entwickelt. Drei Holzplatten und ein Holzstab bilden ein Universalmöbel, auf dem man sitzen kann, das Regal ist und Rednerpult, Leiter und Beistelltisch. Mit einfachsten Mitteln und geringem Materialeinsatz. Oder die Junghans-Uhren, die bis heute Klassiker sind. Designhistoriker René Spitz. Es ist einfach nur eine Uhr. Die springt nicht nach vorne, aber wenn ich mir sie ansehe, wenn ich mich ihr widme, dann sind da sehr viele Details, die mit Raffinesse, mit Klugheit und Besonnenheit gestaltet sind. Das sind dann Fragen des Radius, der Materialstärke, der Farbe. Die meisten Uhren wollen irgendwas aussagen. Diese Uhr will nur die Zeit sagen. Design, das soll das Leben verbessern und der Designer in die Gesellschaft wirken. Ja, jedenfalls nützlich sein für die Gesellschaft und nicht Dinge zu tun, die ich als Schwindel oder irgendetwas ansehe. Die ganze Designerei und so weiter, dieses groß ins Kraut schießen in schön geformten Industrieprodukten, die aber eigentlich nicht besser sind, sondern höchstens verkäuflicher, weil sie ansprechender aussehen. Ich fange eben nicht damit an, dass ich erstmal einen Palast entwerfe, dass ich ein großes repräsentatives Objekt entwerfe als Leuchtturm. Nein, ich fange im Alltag an. Im Alltag beginnt die Gestaltung nicht nur des Alltags, sondern auch der Gesellschaft. Und das war der, wenn wir so wollen, moralische Antrieb, dass ich für den Alltag von ganz vielen Menschen etwas Besseres liefere, damit die einen besseren Alltag verbringen können und dadurch dann auch sich emanzipieren können von den Dingen. Max Bill hätte die Welt gern vernünftiger gehabt. Die vielen furchtbaren Wohnsilos und Bürohäuser regten ihn auf, die seit den 60er Jahren in falsch verstandener Bauhausnachfolge gebaut wurden und bis heute das unmenschliche Bild vieler Städte bestimmen. Nicht alles hat er richten können, aber dass Ökologie, Nachhaltigkeit und gestalterische Qualität heute für uns selbstverständliche Kriterien sind, daran hat Max Bill großen Anteil. Der Mensch ist nun einfach einmal in einer Weise kreativ, er muss irgendetwas tun, er arbeitet etwas, er schafft etwas und das kann er nicht einfach wegschmeißen, weil die anderen Dinge so aussehen, als ob es sich überhaupt nicht mehr lohnt, etwas zu tun. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:05 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de